hast irgendwie 3 Stunden geschlafen, 20 Leute angerufen, wurdest von deinen Mitarbeitern angeflaumt und dann ruft dich irgendein Typ an aus Bonn und sagt, ey Leute, wo sind denn jetzt die Deals? Da fragst du dich auch, ganz ehrlich. Hat er den Arsch offen? Ich habe vor 10 Jahren das erste Investment, nämlich 100.000 Euro, bei der Höhle der Löwen bekommen. Heute erzähle ich euch, was da am Ende wirklich passiert ist. Wirklich das Ding richtig auf die Rakete setzen. Am Ende kam er raus mit einem Deal, mit dem ersten Deal der Höhle der Löwen. Ja, damit ging die Geschichte los. Wir waren auf jeden Fall richtig motiviert, das Ding jetzt richtig auf eine Rakete zu setzen. Wirklich das Ding auch richtig auf eine Rakete setzen, euch genau zeigen, wie es funktioniert. Nach der Show, nachdem gedreht wurde, ging es eigentlich nochmal von vorne los. Das heißt, wir mussten erstmal ganz klar nochmal darstellen, was wir eigentlich machen. Es wurde eine Due Diligence gemacht, unsere Zahlen wurden angeguckt. Ja, wir mussten vor allen Dingen zum Notar und eine neue Firma gründen, die dann im Endeffekt mit dem Sitz in Deutschland das Investment von Frank Thelen und Wenke Wischhusen bekommt. Der Deal wurde dann am Ende auch 1:1 umgesetzt und uns wurde auch tatsächlich am Anfang schnell Kapital zur Verfügung gestellt, damit das Ding nicht vor die Wand fährt. Insofern, das hat am Anfang echt gut geklappt und hat uns auch echt für viel Vertrauen gesorgt, dass wir dann in die Investoren und in die ganze Idee eigentlich hatten. Ja. Die Vision, die wir gemeinsam gefasst haben, ist Fokus auf neue Produktlinien, das heißt Laptophüllen, Handyhüllen, Tablethüllen. Portemonnaies interessieren mich überhaupt nicht. Was mich interessiert, sind Tablets und Notebooks. Und ich will mit euch eine sehr hohe Qualität, die keiner mehr loslassen möchte, die sich haptisch sehr gut anfühlt, will ich mit euch erreichen. Und rausgehen an ganz große Kunden. Wir kannten die nicht, aber uns wurde gesagt, durch uns kriegt ihr den Kontakt dazu und könnt dann richtig durchstarten. Das war auch der einzige Grund, warum wir uns überhaupt auf das Investment eingelassen haben am Ende des Tages. Denn 100.000 Euro für 40% ist wirklich nicht so viel, weil dir faktisch jede Möglichkeit der Weiterfinanzierung verwehrt bleibt, weil kein Mensch mehr einsteigt, wenn ein Investor so früh so viele Anteile hat. So, und dann ging es los. Wir sind umgezogen von Holland nach Berlin. Wir wurden plötzlich von dem großen Fisch im kleinen Teich zum kleinsten Fisch im Riesenteich. In Maastricht waren wir wirklich die Rockstars, die halt den Mumm hatten, eine Firma zu gründen. Und in Berlin waren wir das Startup, was einfach nichts mit Tech zu tun hatte, sprich absolute Underdogs. Das Einzige, was uns wirklich Mut gemacht hat, ist, dass wir nun wirklich offensichtlich die Posterboys von diesem neuen innovativen Format die Höhle der Löwen waren. Das kannte ja damals noch kein Schwein. Daher sind wir da auch mehrmals aufgetreten. Besser gelaufen ist es für die Gründer von Crispy Wallet. David und Marvin. Wir waren Teil des ersten Pressepakets. Das heißt, unser Pitch war auf der DVD, die auf der Pressekonferenz rausgegeben wurde. Wir wurden eingeladen auf die Pressekonferenz und wir durften sogar ein Portemonnaie produzieren im Höhle der Löwen-Design. All das ging in einem kleinen, kompakten Format raus an die Presse und wir waren ganz vorne mit dabei. Im Endeffekt hat es natürlich geholfen, ganz vorne quasi als Galionsfigur von dieser Show mitzuschwimmen. Eindeutig hat uns das auch einige Intros gebracht, denn spätestens wer uns dann im Fernsehen gesehen hat, hat dann gern mit uns geredet. Und so konnten wir natürlich auch einige Abschlüsse machen. Am Ende waren wir vertreten bei Mediamarkt, Saturn, Mayerschen Buchhandlung, Thalia, bei Karstadt. Also wir hatten wirklich viele Kontakte und die haben auch alle echt gut geklappt. Aber natürlich auch, weil wir uns echt den Arsch aufgerissen haben. Wir haben im Jahr bestimmt so 10 Messen mitgemacht, wo wir auch echt viel verkauft haben. Und am Ende des ersten Jahres nach dem Investment hatten wir auch wirklich über 2000 Läden, die uns verkauft haben. Also es sah eigentlich richtig, richtig gut aus und wir waren auch richtig stolz darauf, was wir alles geschafft haben. Zusätzlich haben wir noch unser Produktportfolio erweitert. Wir hatten Laptophüllen in 3 verschiedenen Größen, wir hatten Tablethüllen, wir hatten noch weitere Wallets mit noch mehr Designs. Wir haben die Produktionsprozesse optimiert, wir haben die Kosten reduziert und hatten echt ein tolles Team an super motivierten, geilen Leuten bei uns und es sah richtig gut aus. Gleichzeitig haben wir auch an der Online-Präsenz gearbeitet. Ich meine, immerhin waren wir ja 4-mal bei der Höhle der Löwen und die letzte Show hatte tatsächlich 3,5 Millionen Zuschauer. Fuck, 3,5 Millionen Zuschauer. Bei der ersten Show haben wir extra ein Expertenteam rangeholt, die für uns die Server aufgebaut haben. Eine Empfehlung eines Tech-Investors, der bei uns ja auch investiert war. Bei der ersten Show sind dann leider nach 400.000 Aufrufen der Webseite ist die Webseite einfach zusammengebrochen. Ja, leider kam da auch kein größerer Umsatz dann mehr zustande, denn offensichtlich ist die Aufmerksamkeitsspanne von TV-Schauern auch nicht so lang, dass sie am nächsten Tag nochmal auf deine Webseite gehen. Glücklicherweise war es dann bei der zweiten und dritten Show so, dass die Aufgabe der Stabilisierung des Servers echt eine Herausforderung ist tatsächlich bei die Höhle der Löwen, weil so viele Leute gleichzeitig auf deine Webseite zugreifen, dass das Problem dann direkt aus dem Hause von einem Investoren erledigt wurde. Natürlich auch gegen Gebühr. Ist natürlich ein gutes Learning. Das heißt, bei der zweiten Show waren die Server
knochenhart aufgestellt und über viele verschiedene gestreut. Und ja, dann haben wir auch schon gemerkt, dass es richtig nach vorne ging. Da haben wir echt einen guten Umsatz gemacht und auch der Webshop wurde tatsächlich zu einer echt guten Umsatzquelle. Und wir dachten, Mensch, da kann es weitergehen. Vielleicht werden wir einfach eine Online-Company. Das war damals vor 10 Jahren noch gar nicht so selbstverständlich, wie das heute ist. Ich bin drin. Das ist ja einfach. Ja, also die Investoren haben schon tatsächlich viel investiert und haben auch probiert, sich einzubringen. Das muss man wirklich sagen. Das heißt, es war nicht so, dass sie uns irgendwie in Ruhe gelassen hätten und unser Ding hätten machen lassen, sondern die waren schon sehr engagiert und haben uns häufig angerufen, auch sehr spät in der Nacht oder ähnliches. Das kam alles vor. Und das haben wir natürlich auch anerkannt. Ja. Dass wir an der Qualität arbeiten, war natürlich unumgehbar irgendwo. Und natürlich auch das konstante objektive Feedback von den beiden war sehr, sehr wertvoll für uns. Das Problem ist natürlich, dass keiner von ihnen im Endeffekt eine Kompetenz in unserem Bereich hatte. Sprich, sie waren genauso klug wie wir, nur haben sich halt tatsächlich ein Stück weit klüger dargestellt, als sie es am Ende waren. Was dann natürlich so auf dieser Matrix zwischen klug, dumm und fleißig, kennt ihr das noch? Nee, aber am Ende des Tages waren wir viel mit denen in Kontakt und es gab viel Gespräche. Nur leider im Endeffekt haben die jeweiligen Tipps nicht so viel gebracht. Das muss man einfach sagen. Ich meine, wer die Show gesehen hat, das letzte Wort war: Ich will wirklich das Ding auch richtig auf eine Rakete setzen, euch genau zeigen, wie es funktioniert. Ja, uns wurde ja viel versprochen. Uns wurde gesagt, dass wir die Intro zu all den großen Companies bekommen. Frank meinte auch zu uns wirklich, ja, davon können wir ein paar Millionen verkaufen, ist kein Problem. Und ja, wir haben ihn auch wirklich geglaubt. Wir dachten, Mensch, die machen das Zünglein an der Waage, was quasi dafür sorgt, dass das Ding jetzt richtig durch die Decke geht. Und ja, im Endeffekt, die großen Deals, die versprochen wurden, wurden dann einen Monat später einfach von uns eingefordert. Jungs, wo sind die großen Deals? Wann sehe ich hier Zahlen? Und am Ende des Tages, ja, hat das einfach nicht funktioniert, was sie versprochen haben. Sprich, wir mussten uns selber drum kümmern. Ja, also im Endeffekt ging es dann los. Wir mussten halt die Messen abklappern und die Kunden selber finden, was wir auch hinbekommen haben. Also am Ende waren wir schon stolz auf das, was wir da gemacht haben, weil in der kurzen Zeit den Erfolg, den wir da gehabt haben, den hat nicht jeder hinbekommen. Ja, rückblickend gab es die ersten Risse eigentlich schon bei der Vertragsgründung, beim Venture-Vertrag, den der Notar ungefähr 3 Stunden vorlesen musste, der halt irgendwie 20.000 Euro gekostet hat, die dann letztendlich von unserem 100.000 Euro Investment abgingen, ne? Und den Anwalt haben wir nicht ausgesucht. Du bist ja ein Stück weit auch irgendwie getrieben, ne? Du hast halt diese Fernsehshow hinter dir, du hast diese super erfahrenen Investoren hinter dir und du bist gerade von der Uni gekommen. Ich für meinen Fall war noch ein bisschen naiver und auf jeden Fall auch noch nicht so gut im Grenzen setzen, würde ich mal behaupten. Ich weiß noch, wir hatten damals den Vertrag einem befreundeten Venture Capitalisten gezeigt und der meinte einfach nur, Mensch Jungs, lasst euch doch nicht über den Tisch ziehen. Aber wir waren im Endeffekt so überzeugt davon, dass wir diesen Leuten vertrauen können, weil wenn sie eins können, ist es, Leute überzeugen und zu sich zu ziehen, gerade wenn man mit ihnen spricht. Wirklich. In dem Jahr nach der Show wurde konstant immer mehr Druck aufgebaut. Das heißt, wir hatten immer mehr Druck auf der einen Seite, weil natürlich unser Geld weniger wurde, was wir auch nicht so schnell refinanzieren konnten, weil wir ja schon sehr viele Anteile abgegeben haben. Und auf der anderen Seite wurde seitens der Investoren natürlich auch nach noch mehr Zahlen gefragt, nach noch mehr Ergebnissen am Ende des Tages. So. Das heißt, wir sind immer mehr von der Strategie abgewichen, erstmal mit einer kleineren Stückzahl von Geschäften den POS zu testen und zu schauen, ob sich wirklich so verkauft oder vielleicht anders, hin zu größeren Abschlüssen. Und auch die großen Häuser wollten keine Risiken eingehen. Das heißt, was sie am Ende gemacht haben, ist gesagt, ja, ihr könnt auf die Fläche, wir kaufen das von euch ab, aber wenn es nicht funktioniert, dann tragt ihr das Risiko, sprich ein Rückgaberecht. Wir hatten am Ende dann auch Umsätze mit den großen Geschäften mit über 250.000, was für uns damals echt viel war, aber alles mit Rückgaberecht. Und der POS war noch nicht so weit, dass er auf der großen Fläche richtig durchhalten konnte. Der POS ist im Endeffekt die Fläche, auf der du dein Produkt anbietest. Wenn du halt ein Produkt jetzt im Fernsehen oder im Onlineshop verkaufst, dann kannst du erklären, was es ist, ne? Wenn du aber diese Dinger hier jetzt einfach irgendwo an einem Regal wie in der Ecke hast. Die meisten Leute wissen nicht, was sie vor sich haben. Das heißt, du brauchst ein bisschen Customer Education. Du musst irgendwie eine Möglichkeit finden, den Kunden zu erklären, was du da hast. Gerade wenn das etwas ist, was sie noch nicht kennen. Dieser POS war bei uns am Ende einfach noch nicht ausgereift. Ja, was wir dann vor allen Dingen gemacht haben, ist, haben ein bisschen reingehört in das, was die Kunden denn wirklich wollen. Ja, leider zu unserem Bedauern, war es nicht unbedingt das, was wir am Anfang im Blick hatten. Denn am Anfang wollten wir eigentlich unsere Passion mit
dem Geschäft verbinden. Am Ende des Tages hat das so nicht funktioniert, sondern wir mussten unsere Passion aufweichen, um Geschäft zu machen. Am Ende des Tages haben wir dann tatsächlich die Produktpalette erweitert. Ja, am Ende hatten wir dann sogar Silikonhüllen, die in Deutschland aber auch schon bedruckt wurden, also immer noch ein Stück weit nachhaltig, aber halt nicht umwelttechnisch nachhaltig sind oder innovativ wie die anderen Sachen, die wir gemacht haben. Aber mit diesen Hüllen und den neuen Produkten gingen wir dann im Endeffekt in unsere letzte Show bei der Höhle der Löwen. Dann haben wir uns gemeinsam vor der Kamera quasi präsentiert wie das erfolgreichste Unternehmen der Welt. Aber um ganz ehrlich zu sein, waren wir kurz vor der Insolvenz. Wir wurden damals auch noch zur Seite genommen und es wurde gesagt, ich kann jetzt keine Insolvenz ertragen, also spielt mit. Und das haben wir im Endeffekt auch gemacht. Ja, ich meine, man sagt ja so schön, fake it till you make it. Tja, haben wir es dann gemacht am Ende? Nicht wirklich. Was im Endeffekt passiert ist, ist, die großen Geschäfte, die ja quasi die große Zukunft für uns dargestellt haben, die haben von ihrem Rückgaberecht Gebrauch gemacht, weil sich einfach nichts verkauft hat in den Geschäften. Der POS war zu schwach und die Produkte demnach auch. Mit der Platzierung, die wir hier in diesem Laden haben, bin ich sehr zufrieden. Und nachdem die Ersten ihre Sachen zurückgeben wollten, tja, konnten wir das nicht mehr bezahlen. Sprich, wir sind insolvent gegangen. Was eigentlich das größte Problem ist, wir hatten damals teilweise über 20 Mitarbeiter und die Mitarbeiter brauchten ihr Geld. Das Einzige, was wir damals machen konnten, um die Gehälter weiter zu zahlen, ist Insolvenz anzumelden und die ersten 3 Monate quasi ohne Gehälter auszahlen zu müssen, nochmal zu probieren, ob wir das jetzt hinkriegen. Und das hat leider auch nicht funktioniert. Uns wurde seitens der Investoren noch einmal ein Darlehen, das wir im Rahmen der Firma aufgenommen haben, angetragen. Das haben wir auch gemacht, weil wir wirklich wollten, dass es funktioniert. Aber am Ende, als dann alles vorbei war, standen wir da. Die Firma war futsch. Wir hatten quasi unsere Existenz verloren und hatten jeweils ungefähr 50.000 Euro Schulden. Tja, und jetzt? Diese Perspektive von einer Insolvenz mit 25, wo man wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Das ist schon sehr bedrohlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite hast du ein zumindest partnerschaftliches Verhältnis zu deinen Zulieferern, die darauf vertrauen, dass du im Endeffekt die Kohle ablieferst. Und das gleiche Verhältnis hast du zu deinen Mitarbeitern. Die wollen, dass sie regelmäßig ihr Gehalt bekommen, weil du bist für sie verantwortlich. Und gleichzeitig siehst du einfach, die Kohle ist nicht mehr da. Du wirst es dir nicht leisten können. Das geht so nicht mehr weiter. Entgegen unserer Angst gab es seitens der Investoren ein großes Verständnis dafür, dass es hier nicht mehr weitergeht. Wahrscheinlich waren sie auch happy, dass sie ja kein Geld mehr von ihnen wollten. Aber das ist jetzt nur eine Interpretation. Aber es gab dieses Verständnis. Dank eines wirklich grandiosen Anwalts hier in Berlin ging es dann auch relativ gut durch. Das heißt, im Endeffekt gab es Vermittlungen mit den jeweiligen Parteien. Es ging ohne riesigen Schaden von dann am Ende. Das war tatsächlich eine sehr gute Nachricht und hat uns auch wieder nach vorne schauen lassen. Aber definitiv gab es diese Nächte, wo du mitten in der Nacht aufschreckst und dich fragst, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich hätte man denken können, dass dann am Ende mit der Insolvenz alles soweit abgefrühstückt ist, weil wir tatsächlich mit einer GmbH nicht persönlich haftbar sind. Was wir einfach dummerweise gemacht haben, ist, dass wir jeweils 50.000 Euro Darlehen aufgenommen haben und das dann persönlich bebürgt haben. Das heißt, trotz Insolvenz und trotz GmbH sind die dann geblieben. Was ich im Endeffekt gelernt habe, Versprechen sind Versprechen und Taten sind Taten. Egal, wie viel versprochen wurde, am Ende mussten wir es selber machen. Und es war echt nicht leicht. Ich persönlich bin auch dankbar für jede dieser Erfahrungen. Ich glaube, alle haben aus der Situation eine Menge gelernt. Nicht nur wir als Gründer, sondern auch alle anderen Beteiligten. Diese Fahrt aber mitzuerleben, wo du halt wirklich wie Phönix aus der Asche gen Himmel steigst und dich dann aber an der Sonne verbrennst, um dann einmal den kompletten Absturz abzulegen und insolvent zu gehen, das macht was mit dir. Es gibt dir auf der einen Seite eine Resilienz, dass du weißt, es kann nicht so viel schief gehen. Am Ende kommst du lebendig raus aus der Nummer und kannst weitermachen. Und auf der anderen Seite hilfst dir eben auch, ja, alle Sachen ein bisschen Perspektive zu sehen und auch zu schauen, was Leute am Ende wirklich für dich machen können und auch was du wirklich machen kannst. Im Nachhinein wurde leider ein, zwei Mal nachgetreten seitens der Investoren, was ich nicht so wirklich verstehen konnte. Aber ja, nachdem ich ihnen dann mal geschrieben hatte und gefragt habe, was das denn soll und dass es schlechter Stil sei, gab es leider keine Antwort mehr. Ja, und was vor allen Dingen auch echt unfair war, einfach der Umgang vor den Medien mit uns. Man muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt so eine Situation, wo ich zum Beispiel angerufen wurde, weil es ein spätes Meeting um 11 Uhr abends geben sollte, wo ich gerade in einem Regionalzug auf dem Weg zu meiner Freundin war. Im Endeffekt wurde vor der Kamera erzählt, dass ich in einem Club war und nicht richtig arbeiten würde. Und ja, ich
habe schon das Gefühl, dass da auf den Rücken von jungen, ja, engagierten Leuten ein Stück weit einfach auch eine TV-Karriere gestartet wurde. Am Ende stehst du dann halt da, bist halt 25 oder 26 war ich damals. Du hast 50.000 Euro Schulden, deine Firma ist pleite. Ja, da fragst du dich eigentlich, wie geht's jetzt weiter? Das Schlüsselerlebnis für mich war tatsächlich während der letzten Show. Dort hatten wir 3,5 Millionen Zuschauer. Wir hatten diese Silikonhüllen mit Drucks drauf, mit Prints drauf. Und wir hatten echt die ganzen coolen, geilen Prints, die wir damals extra designt hatten, draufgedruckt. Aber auch ein paar schlichte, zum Beispiel hellgrau. Und nach der letzten Show wurde hauptsächlich die Silikonhülle mit einem hellgrauen Aufdruck bestellt. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ihr das wollt, kriegt ihr das. Aber das war ja nicht das Ende der Geschichte. Also schaut euch das nächste Video an.